an und die auf so einen Kram Bock haben, dann kann man da natürlich auch loslegen, würde ich dringend empfehlen, wenn sowas geht. Aber ich sag mal, ja, Nachbarn, liebe Leute, also ich meine, eure Nachbarn laufen ja quasi andauernd hier an den Infos vorbei sozusagen. Also meine Nachbarn würden hier also jedenfalls überwiegend dran vorbeilaufen. Ich glaube, die würden hier alle dran vorbeilaufen. Und von daher würde ich jetzt in meinem direkten Umkreis wohnend, würde ich jetzt nicht auf die Idee kommen, sowas zu machen. Aber da, wo es funktioniert, und vielleicht funktioniert es ja auch im Verein oder weiß ich wo, das funktioniert ja an allen möglichen Orten vielleicht. Ja, also einfach aus dem Knie kommen. Ich dachte nur, also hier bot sich das jetzt irgendwie gerade an, weil wir ja alle an solchen Informationen, wie wir sie hier kundtun, interessiert sind. Und wir sind ja auch eine relativ große Gruppe, also gar nicht mal jetzt von den Anwesenden jetzt gerechnet, sondern auch von denen, die da zugucken. Wir sind ja eigentlich, ja, jetzt ganz grob mal geschätzt, bestimmt das Zehnfache oder sowas und wahrscheinlich sogar noch mehr, die also noch seltener hier aufkreuzen, die jetzt wirklich nur so 2-3 Mal gekommen sind im Jahr, die gibt es ja auch noch. Also es gibt ja immer wieder Leute wenn es jetzt mal so irgendwas kommen sollte mit dem Negativzins, ich sag euch mal, dann stehen hier immer mehr Leute. Die kommen alle dann, also die 2-3 Mal im Jahr gekommen sind und die hier vorbeigelaufen sind, die stehen dann nämlich plötzlich auch hier. Ne? Also ich glaube, das wäre auf jeden Fall ein Wachstumsmodell. Ne? Also ja, die UN. Ne? Danke fürs Zuhören. Hallo, ich bin Marco und ich spreche wie alle anderen auch für mich. Eigentlich hatte ich ein paar ganz andere Sachen mitgebracht, aber diese bargeldlose Geschichte, da habe ich gedacht, Mensch, da hast du neulich gerade was zu gelesen. Jetzt haben wir gehört, in ganz vielen Ländern ist das schon so oder auch geplant, das einzuführen. Das ist aber nicht nur in anderen Ländern so. Ich habe nämlich, ein bisschen lauter, ja, die kriegen wir hin. Ich habe das nämlich gerade gelesen, und zwar fordert unser Wirtschaftsweise der Herr Bofinger, ich weiß nicht, wem der was sagt, mir sagte der bis dato gar nicht, der hält das tatsächlich auch für uns für notwendig und für sinnvoll, dass wir doch bitteschön auf Bargeld in Zukunft verzichten müssen. Mir selber stellen. Ne? Der sagt ganz klar, liebe Leute, verzichtet bitte auf Bargeld, bezahlt das alles mit Karte irgendwo. Ach so, ja. Aber ganz kurz, aber das kann man ja auch so verstehen, dass wir genau das machen sollen. Also wir verzichten ja dann auch auf Bargeld. Und das ist ja genau das, was wir dann machen. Ne? Also danke für den Tipp von den Oberen. Ja, also worauf ich hinaus will, es betrifft nicht andere Länder. Die FDP hat diesen Vorschlag ganz dankend aufgenommen. Die haben jetzt auf dem Bundesparteitag, der war ja da, dann beschlossen, dass sie uns aus unserer Wohlfühl-Legasthenie rausholen wollen. Das Wort habe ich noch nie gehört. Wenn ich mich so rumgucke, dann weiß ich nicht, wie viele Menschen sich noch so richtig wohlfühlen können, wer da noch die Möglichkeit zu hat. Wichtig war mir einfach, das zu wissen, das und euch mitzuteilen, dass das also nicht nur andere Länder in Europa betrifft, sondern dass das auch hier ganz aktuell wirklich in der Planung ist und in der Diskussion ist, Bargeld einfach mal abzuschaffen und es komplett leser zu machen. Ja, kurze Anmerkung dazu. Bofinger, Wirtschaftsweiser, was sind eigentlich die Wirtschaftsweisen? Das sind offiziell angestellte Berater der Bundesregierung, die erstellen jedes Jahr diese Wachstumsprognose. Also diese Prognose, dieses Jahr wird die Wirtschaft um x Prozent wachsen und das BIP um so viel Prozent wachsen. Und das Interessante ist, das wurde von den Kabarettisten in der Anstalt auch gut dargestellt, die Wirtschaftsweisen sind zwar die Nummer 1, was Aufträge der Bundesregierung angeht, aber weit weg von der Nummer 1, von den tatsächlichen Erfüllen der Prognosen. Weil diese Prognosen müssen ständig korrigiert werden und haben eigentlich noch nie zugetroffen. Dennoch kriegen sie jedes Jahr wieder den Zuschlag. Und das Interessante ist, dass ja anhand dieser Prognosen, die ja von der Bundesregierung gesponsert sind, sich auch wiederum Aktienkurse entwickeln und solche anderen. Und wenn die Leute sagen, oh, die Wirtschaftsweisen sagen das, dann muss das ja so sein und dann geht es uns ja gut. Und dann stellen die Aktienkurse, dann stellt der DAX wieder in die Höhe. Und andere Institute, die schon seit Jahren auch ähnliche Vorhersagen machen, die öfter und genauer waren, die werden von der Bundesregierung nicht beauftragt.
Na, also das nicht unbedingt, naja, aber vielleicht wäre es so weit, so gut. Auf jeden Fall, wenn diese Leute sagen, wir sollten auf Bargeld verzichten, oder einer von denen, Kindergarten, dann ist das nicht, haben uns das doch schon vorgemacht, was man deklarieren sollte, denn das ist ein offizieller Berater der Regierung, der Steuergelder kassiert, der sowas sagt. Also, ja, so weit, so gut. Ja, nochmal ganz kurz zu den Wirtschaftsweisen. Da gibt es bestimmt auch viel Anprangerungswertes, was die Herren und Damen da, Damen wahrscheinlich nicht so sehr, also jetzt eben Patriarchat meine ich, was die da geäußert haben. Aber eine Lanze möchte ich dann für diese Herren dann doch brechen. Und zwar haben die netterweise auch darauf hingewiesen, und da bitte ich wirklich jetzt möglichst viele um Aufmerksamkeit, auch an den Bildschirmen zu Hause, liebe Damen und Herren. Und zwar da haben wir den offiziellen Hinweis zu verdanken, dass von euren Umsätzen, die ihr da draußen in den Läden und weiß ich wo vornehmt, eure Jahresumsätze, wie groß und klein die auch immer jetzt sein mögen, aber 35-40% dieser Umsätze sind Kapitalkosten oder anders ausgedrückt Gelder, die für Kapital aufgewendet werden müssen, also sprich Zinsen. Ja, ich wiederhole nochmal. 35-40%, also über ein Drittel der Umsätze, sind Kapitalkosten, also zinslastig. Und das haben die Herren netterweise uns kundgetan. Die Quelle weiß ich dazu sogar auch noch, und zwar, seinen Namen weiß ich jetzt nicht direkt, aber das ist ein Professor von der Hochschule, weiß ich jetzt auch doch nicht mehr, nämlich Aachen war das, glaube ich. Ein Professor an der Hochschule Aachen. Sehr interessanter Typ, ist so die Kategorie Franz Hörmann und so weiter. Professor Hörmann ist vielleicht ein Begriff, Geldsystem und so. Diese Kategorie von Lehrenden ist das, Volkswirtschaftler. Da wäre auch nochmal ganz kurz auf Professor Bargus oder Margus verwiesen. Kennt ihn jemand vielleicht und kann mir helfen, das zu korrigieren? Ich meine Margus oder Bargus, auch ein sehr interessanter Typ, Volkswirtschaftler, Professor, sehr interessante Geschichte. Geldsystem ist echt total wichtig, und wir werden über das Geldsystem, also dieser Begriff ist jetzt eigentlich ein bisschen abgedroschen schon, aber wir werden wirklich ganz stark über das Geldsystem verarscht. Und das sind Mörderkapitalkosten, die da entstehen. Und sogar auf, ich glaube, auf eurem Leitungswasser, auf eurem Trinkwasser, ich meine, das waren 16-17% oder irgendwas in dem ungefähr, in den Zehnern, 15% sind Kapitalkosten schon auf eurem Trinkwasser drauf, ja, auf eurem Leitungswasser. Selbst da sind schon 5% Kapitalkosten, das ist ein Sechstel. Ja, ein Sechstel sind da Kapitalkosten auf eurem Leitungswasser. Also, hallo, wir sind schon voll dabei, also das ist gar nicht mehr, die Wasserprivatisierung ist eigentlich gar nicht weit weg, das ist auch schon längst irgendwie geschehen, obwohl es noch gar nicht geschehen ist, aber letztendlich ist das schon zu einem Sechstel privatisiert sozusagen, oder durch Kapitalkosten alleine schon. Ja, sorry, ich habe jetzt noch eine Menge rumgesattelt. Ach so, okay, ja. Gut, aber ich bin jetzt eigentlich trotzdem durch, aber schön, dass ihr nochmal zugehört habt. Und Kapitalkosten, 40%, also ist natürlich im Mittel natürlich, ne? Kommt drauf an, ob ihr jetzt mietet, ne? Viel mietet oder finanziert, Eigentumswohnung, ne? Oder so, aber auch Mieten, das darf man doch nicht mal hinweisen. Also zur Miete wohnen ist letztendlich Kredit wohnen, ne? Auf Kredit wohnen. Kapitalkosten, die da dauernd befriedigt werden müssen, ohne Tilgung. Ne? Also Mieten ist eigentlich eine kreditfinanzierte 0% Tilgung. Ein Portemonnaie? Ist dahinter nicht letztendlich ein Portemonnaie, wo es alles reinfällt, die Miete? Danke für die Frage. Ich hatte mal einen Vortrag gemacht, den wollte ich auch unbedingt nochmal wiederholen irgendwie. Ich hatte mal erzählt oder darauf hingewiesen, danke nochmal für den Hinweis, weil da konnte ich jetzt nochmal eine andere Verknüpfung machen zu einer Rede vorhin. Und zwar, wenn man jetzt einen Millionär mal zeichnen würde als Balken, ne, mit einem Millimeter, ja, das ist so ungefähr so, ja.
dann ist der reichste Mensch in Deutschland, der hat 17 Milliarden. Das sind dann also 17 Meter. Das wären also 7 Stockwerke hoch. Wäre das Gebäude da hinten, ja, nicht so hoch. Das wäre der Balken für den reichsten Deutschen. Und bei den Amerikanern haben wir 60 Milliarden, glaube ich. Das wären dann, rechne 24 Stockwerke, glaube ich, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Und das sind ja nur die offiziellen Zahlen, das nochmal zur Anmerkung. Es gibt, um da jetzt darauf zu kommen, vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, und da gab es auch noch ein anderes, das war ein Landesinstitut für Wirtschaftsforschung, ich weiß aber da jetzt nicht mehr, welches es war. Die haben diese Daten vom Manager-Magazin, die haben das dankenswerterweise, das muss man dem Manager-Magazin mal zugute halten, die haben so eine Art Forbes-Liste, wie sie in den USA existiert, haben die mal hier in Deutschland gepflegt oder erzeugt. Und da aus diesen Daten haben die dieses Landeswirtschaftsinstitut hat mit den Daten zusammen vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung die Vermögensverteilung auf so 10% Balken verteilt haben. Ne? Also die 10% der Ärmsten haben irgendwie minus 6.000 Euro im Mittel oder so. Dann geht es langsam hoch. Dann gibt es ab der Mitte gibt es sogar mal ein bisschen Guthaben. Da geht es dann irgendwie los mit 6, 12 und 24.000 oder so. Und die zweitreichsten 10%, die haben schon, also das ist jetzt eigentlich, ja, das ist ja jetzt nicht, also mag jetzt für einige vielleicht viel sein, aber das sind irgendwie 30.000 Euro oder so gewesen, haben die zweitreichsten 10% im Mittel. Und die reichsten haben irgendwie 150.000 Euro im Mittel. Aber wenn man das jetzt mal kombiniert mit diesen Daten vom Manager-Magazin und man würde das grafisch aufbereiten, ja, hier sind die ärmsten 10% und hier sind die reichsten 10%, dann das wäre jetzt mit dem Millionär, ja, der Millimeter, wäre jetzt ein Millimeter, ja, dann passiert hier ja die ganze Zeit gar nichts. Ja, da ist nichts, das ist nur alles Nulllinie. Das ist sogar noch im letzten Zehntel mit den 100, ihr erinnert euch, ja, da sind es immer noch 100, die im Mittel 100.000 Euro haben oder 150 oder was weiß ich, was es war. Das sind die reichsten 10%, ich wiederhole nochmal, ja, die sind immer noch bei 1 Millimeter. Ja, also unter 1 Millimeter, deutlich, drastisch unter 1 Millimeter. Und da sind wir hier bei den letzten 5%, die dann vielleicht mal ein Zehntel Millimeter ankratzen. Ja? Und dann kommen wir auf das viertletzte Prozent und das drittletzte Prozent. Und da tut sich überall nichts. Da sieht man immer noch nichts. Auf diesem Graphen hier. Und auf dem letzten Stück, auf dem letzten Prozent, da sieht man dann so einen kleinen Knick. Und dann kommen die 17 Meter hier in Deutschland. Ja? Also auf diesen Balken kommt erstmal gar nichts. Und hier auf dem letzten Zentimeter geht ein bisschen was nach oben auf einen Millimeter hoch. Es schnellt dann auf einen Millimeter hoch. Ja? Und dann kommen wir auf den letzten Millimeter hier. Ja? Da ist es dann schon auf 2 Millimeter hoch. Ja? Und dann kommt das letzte Zehntel, der letzte Zehntel Millimeter, der kommt dann am Ende hier. Und dann haben wir die 17 Meter. Und da... So, das ist die Verteilung eurer 40%. Da, liebe Leute an den Bildschirmen, da landen die 40% von euren Jahresumsätzen in dieser Verteilungskurve. So, wir kommen in der Realität. Eine Frage, wenn ich das verstanden habe, ist es da praktisch so, wir, die jetzt, also die Urvölker, die Germanen und so, der würde jetzt ankommen mit seinem ganzen Geld, würde jetzt sagen, so, also wenn dir was gehören würde, ich bezahle das jetzt von dem Geld und schieße zum Mond, dann wäre die Welt ja praktisch leer. Also so viel Geld, dass er das Grundbesitz dieser globalen Einheit praktisch vom derzeitigen Wert ja ausbezahlen könnte. Dann wäre immer noch genug übrig, um die Roboter bauen zu lassen und also da dachte ich mal, drehen wir die Sache doch einfach um. Habe ich jetzt nicht ganz kapiert, also bei der Vermögensverteilung ist ja noch das Problem, dass beim Schuldgeldsystem ist es ja gleich verteilt, also fast gleich verteilt. Geld und Schulden bauen sich ja gleich auf, symmetrisch auf. Das heißt,
wenn man jetzt Schulden bezahlen würde, dann ist das Geld ja weg. Aber deine Frage habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Weil ich ja kein Geld habe, ich bin ja ein Grundbesitzer. Irgendwie bin ich ja noch Grundbesitzer. Ja. Noch, solange ich nicht jetzt schon so wegfahre aus meinem Land, bin ich ja verantwortlich für mein Erbe und Grundbesitzer. Verantwortlich. Und da könnte man jetzt von den Summen, die mir jetzt ja entsagt wurden, ja mir freikaufen und mich zum Mond schießen. Und damit wäre die Welt ja entvölkert, wollte ich. Aber der Gedanke ist wahrscheinlich zu crazy. Dankeschön. Ach, ist egal. Dieses Mikro ja, damit alles gesagt wird. Ne? Aber es ist schon wieder spät und nass und unsere Techniker wollen gern nach Hause. Deswegen würde ich vorschlagen, mach mal Schluss. Die Menschenmenge ist nicht so groß. Wenn ihr laut genug ruft, dann versteht ihr euch auch so noch. Ansonsten sehen wir uns wie immer. Üblichen Zeit am üblichen Ort. Hallo. Also, ich weiß nicht, die Bahn und die Kindergärten, die haben uns das eigentlich an der Stelle schon ein Stück weit vorgemacht, dass es vielleicht Zeit wird, dass wir das Ganze mal ein bisschen bestreiten. Also so eine Art Generalstreik. Also. Generalstreik! Ja! Oder? Das wäre der sinnvollste Vorschlag an der Stelle vielleicht. Nicht die Arbeit wieder! Genau.